Unser erster Tag in Brasilien war sehr ereignisreich. In der Grenzstadt Corumbá ist uns eine Frau in unser Wohnmobil reingefahren. Und das sieht nach sehr viel Arbeit aus. Wir haben es noch nicht richten lassen, haben uns aber mit der Dame, die diesen Schaden verursacht hat, getroffen. Und sie hat einen Teil bezahlt. Es ist nicht wirklich viel, was sie bezahlt hat, aber immerhin haben wir etwas. Ja, besser als nichts auf alle Fälle. So ist es halt. Lassen wir das machen. In Corumbá wollten wir das nicht machen, weil da einfach die Hotels so ultra teuer sind. In der Werkstatt haben sie uns gesagt, das wird über eine Woche dauern, den Schaden zu reparieren. Und es war uns einfach zu teuer. Deswegen haben wir mit Bekannten gesprochen und sie haben uns eine Werkstatt empfohlen. Sie befindet sich in Paraguay. Und das ist auch unser nächstes Ziel. Wir sind gerade auf dem Weg nach Paraguay und schauen, dass wir da den Schaden reparieren lassen. Auf dem Weg dahin nehmen wir aber ein richtig cooles Highlight mit, und zwar die Iguazu-Wasserfälle. Ich hoffe, ich spreche das auch richtig aus, Iguazu. Wir freuen uns total darauf, weil es endlich mal wieder ein Highlight ist, was wir uns angucken können. Und wir sehen uns dort. Es ist so cool, dass wir jetzt doch zu den Iguazu Falls kommen. Wir haben es uns so lange überlegt, haben aber immer gesagt, nee, das liegt nicht so auf unserer Route. Und jetzt kommen wir doch hierher. Ich bin wirklich mal gespannt. Es ist aber auch der touristischste Ort unserer bisherigen Reise. Aber es wird bestimmt richtig cool. Ich krieg das Grinsen gerade aus meinem Gesicht nicht raus, weil ich mich gerade so freue auf die Wasserfälle. Wir haben jetzt knapp 18 Euro bezahlt pro Person. Mega touristisch. Wir haben wirklich sehr lange überlegt, ob wir überhaupt zu den Iguazu-Wasserfällen fahren. Aber uns haben halt einfach so viele berichtet, was für eine Erfahrung es für sie war. Das ist einfach krass. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das sind einfach alles Wasserfälle. Wir haben gelesen, es sind so knapp 290 Wasserfälle, die sich da über 2,7 Kilometer erstrecken. Das ist einfach der Wahnsinn. Wasserfälle gehören tatsächlich zu den 7 Weltwundern der Natur. Das wusste ich vorher nicht, aber es macht jetzt eigentlich nur noch beeindruckender. Darunter geht es, aber irgendwie habe ich irgendwie nicht so viel Lust, so da runter zu gehen, weil einfach so viele Leute sind, aber das machen wir schon natürlich. Ich habe gelesen, dass hier, wenn viel Wasser da ist, fast 7000 Kubikmeter die Sekunde die Wasserfälle runterfallen. So eine Spiegel sind wir angekommen. Ich weiß, warum die ganzen Leute hier Müllsäcke anhaben. Seid ihr richtig nass? Ich hab Timo verloren. Ja, bist du ja. Oh Mann, ey, viel zu voll. Hast du versucht, ein Bild zu machen? Ja, aber... Nee. Also die Iguazu-Wasserfälle sind der Oberhammer, also absolut beeindruckend. Ja. Allerdings, ich bin auch froh, wenn wir wieder weg sind, weil es war so voll. Ich habe noch nie so eine volle Attraktion mitgemacht. Genau meine Witze. Geil, ey, mit Fuchsschwanz. Ja, schick. Ja, ja, lecker. Jetzt in den Parque dos Aves rein. Das ist ein Vogelpark und da soll man richtig schöne Vogelarten beobachten können. Ich habe gelesen auch, dass es eine Tierauffangstation ist. Wir werden sehen. Hast du dann jetzt auch 16 Euro pro Person bezahlt? Also der Park ist genauso teuer wie der Eintritt zu den Wasserfällen. Das ist so heftig. Ja, relativ teuer. Ja, ich hoffe, es lohnt sich. Das sind alle Tiere, die man in dem Park sehen kann. Und ich sehe, da ist der Tukan. Scheint doch eine Auffangstation zu sein, da bin ich recht froh drum, weil in ein Zoo will ich jetzt nicht gehen. Das beruhigt mich.
Der hat zwei Augen, guck mal. Ich finde die Mission von dem Park hier sehr interessant. Und zwar retten sie vom Aussterben bedrohte Tierarten, bringen sie hierher, vermehren sie und setzen sie in der Wildnis wieder aus. Und das finde ich halt schon erstaunlich. Steckt natürlich sehr viel Arbeit dahinter. So dicker Bambus. Zum Beispiel der Vogel da drüben. Ja, klar. Ich glaube, der ist auch vom Aussterben bedroht. Das sind jetzt so zwei im Käfig und ich glaube, die müssen sich jetzt vermehren und werden dann in der Wildnis ausgesetzt. Ja, da gibt es sogar einen Livestream aufs Nest. Ach was, ehrlich? Das ist nicht dein Ernst, oder? Ach was, die Mission ist ganz klar. Aus. Wie soll man das sagen? Eine Brutstation hier, ich weiß es nicht. Aber für bedrohte Tierarten halt, dann werden sie wieder ausgesetzt. Sie sind dann hoffentlich nicht mehr bedroht, oder? So verstehe ich das. Ja, ich glaube so in etwa. Das sind jetzt auch zwei. Ich glaube, die müssen jetzt auch Babys machen, ha? Der Park war schon sehr beeindruckend, den Tieren so nah zu sein. Und, aber an jeder Ecke stand auch ein Aufseher und hat aufgepasst, dass man denen nicht zu nahe kommt. Tukane waren beeindruckend, die Kolibris waren beeindruckend. Das war sehr, sehr schön. Und man glaubt denen wirklich, dass die gute Absichten haben, finde ja, ich. Also, ja. Das ist kein Zoo, das ist, die wollen ja wirklich die Spezies retten. Ja. Das ganze Sightseeing hat uns noch nicht gereicht. Wir versuchen heute auch noch über die Grenze nach Argentinien zu fahren, denn wir wollen ja die Iguazu-Fälle auch von der anderen Seite sehen. Und das Und das versuchen wir definitiv heute zu machen. Deswegen schauen wir mal, ob wir heute überhaupt über die Grenze kommen, ob es nicht zu spät ist. Aber wir versuchen es einfach. Ich guck mal, wo wir heute Nacht schlafen. Weißt du, hier die Schlange geht viel schneller voran. Unsere, da bewegt sich gar nichts. Wir haben es geschafft, die Grenze, check, hat aber doch länger gedauert als gedacht, total komisch. Und, ich glaube, guck mal, die Schlange ist für die YPF, krass. Alter, was ist denn hier los? Ja, da müssen wir hier, doch mal fahren. Hier musst du rein. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben hier an der Tankstelle geschlafen, wieder mal, wie sonst eigentlich auch immer in Argentinien. Diese Plätze bieten sich super an, sie sind sicher. Hier sind sau viele Oberländer und deswegen haben wir hier eigentlich immer ein gutes Gefühl. Wir haben noch relativ früh, denn wir haben heute wieder viel vor. Ich freue mich richtig. Jetzt gehen wir an die argentinische Seite von den Iguazu-Fällen. Da drüben seht ihr übrigens den Bus von einer brasilianischen Familie. Wir haben sie vor 8 Monaten getroffen, das erste Mal. Und seitdem immer wieder und das ist richtig cool. Und ja, es war gestern noch ein schöner Abend. Let's go! Wir sind heute extra früh aufgestanden, um so mit die Ersten an den Wasserfällen zu sein, damit es nicht so voll ist wie gestern. Aber hat nicht ganz geklappt, hier sind schon einige andere Leute. Aber ich hoffe mal, dass nicht so viele da sind. Tickets für den Zug? Nichts essen. Schnelles Frühstück. Ja, Lena, das ist die Bahn. Jetzt geht's los. Hier will jeder schnell unterwegs sein, um möglichst als Erster ganz, ganz vorne zu sein auf den Stegen. Voll der Massentourismus, oder? Ja.
Gestern die brasilianische Seite war schon so krass, aber hier, Das ist unbeschreiblich. Das ist mit Abstand das Krasseste, was ich je gesehen habe. Es ist wirklich unbeschreiblich. Mir fehlen die Worte, was das für eine Erfahrung ist, da zu stehen und das zu sehen. Das ist unbeschreiblich. Also das hier ist das komplette Gebiet des Nationalparks Iguazu auf der argentinischen Seite. Hier gibt es ganz viele Wanderwege. Wir sind heute Morgen mit der Bahn hier hingefahren und haben hier den größten angeguckt. Ansonsten haben wir hier noch zwei weitere Wege gemacht. Und ja, wir sind jetzt, glaube ich, um die 10 Kilometer gelaufen, Alina. Ja, ganz schön heftig. Und Wir haben auch so viele Tiere gesehen. Bis jetzt haben wir in keinem Nationalpark so viele Tiere gesehen wie hier. Ja. Äffchen! Das sind die Tickets für die Bootsfahrt. Wir haben uns jetzt dann doch noch was gegönnt und machen eine Bootstour. Denn wir haben gehört, dass einfach das Erlebnis richtig cool sein soll, wenn man direkt unter die Wasserfälle kommt. Naja, nicht ganz. Ganz, ganz nah dran soll man kommen. Deswegen bin ich schon mal richtig gespannt, wie das sein wird. Wir fahren jetzt rein. Es geht los. Er hat gesagt, jetzt gibt's die Dusche. Da geht's jetzt durch, ey. Da fahren wir nochmal. Stimmt. Alles nass. Kein trockener Fleck mehr. Bei mir sieht es nicht besser aus. War echt eine krasse Erfahrung. Das war richtig geil. Also man kriegt dort fast keine Luft mehr. Die Augen kann man fast nicht aufmachen, aber Das Gefühl ist einfach unbeschreiblich. Echt. Immer wenn man da dran vorbeiläuft, wird man einfach traurig, weil es halt einfach so übel ausschaut. Und wir werden ständig von der Polizei angehalten, fragen uns, hey, was ist passiert? Und das ist schon irgendwie einfach ein großer Mist. Man versucht es zu vergessen, aber immer wenn man dran vorbeiläuft, kann man es nicht wirklich vergessen. Wir haben uns jetzt wieder trockene Sachen angezogen und uns haben die Iguazu-Wasserfälle so gut gefallen. Also sowas haben wir noch nicht gesehen, oder? Es war ein Traum. Es hat sich so gelohnt, hierher zu kommen. Und man muss mal bedenken, dass wir nur hierher gekommen sind, weil wir hier in der Nähe unser Auto reparieren lassen wollen, weil wir ja den Unfall hatten. Ja. Also muss man sagen, Glück im Unglück, oder? Was Gutes. Ja, auf jeden Fall. Ja, Moskito, hatte. Okay, wie gesagt. Und wie geht's uns jetzt weiter? Wir fahren jetzt auf direkten Weg nach Paraguay, denn da wollen wir ja den Schaden reparieren lassen. Wir haben schon Kontakt aufgenommen zu einer Werkstatt. Glücklicherweise spricht er sogar Deutsch, was richtig cool ist für uns. Und wir schauen einfach mal, ob wir da den Schaden reparieren lassen können. Ja, ich hoffe, dass sie da gute Arbeit leisten. Mhm. Wenn ihr sehen wollt, wie es in Paraguay für uns weitergeht und in der Werkstatt, dann schaltet gerne nächste Woche wieder ein. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert sehr gerne unseren Kanal. Aktiviert die Glocke. Genau. Und bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Uns haben die Iguazu, sage ich so richtig, ein Moskito. Ja. Ich glaube, wir warten kurz im Helikopter ab. Uns haben die Iguazu.